Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Need for Speed Payback, heute mit dem Porsche Cayman GT4. Den ursprünglichen allerersten Cayman, den gab es bereits in Need for Speed Most Wanted von 2005. Mittlerweile ist das Ganze 12 Jahre her oder 12 plus Jahre, wir sind ja schon im Jahre 2018 und das war auch ein Blacklist-Fahrzeug vom 10-Platzierten, glaube ich, nämlich Baron. Und mit dem Porsche hat man sehr viel Spaß gehabt damals, denn der war sehr, sehr schnell. Und der Cayman GT4, das ist jetzt die neue Variante und mit dem kann man hoffentlich auch ein bisschen Spaß haben. Wir haben uns einige Fahrzeuge angeschaut, die performancemäßig nicht das geleistet haben, was ich mir gerne gewünscht hätte. Und jetzt haben wir vielleicht mal einen Renner, der wieder richtig, richtig gut ist. Und wir tunen den jetzt mal. So, ich finde die Motorhaube, die beißt sich so ein bisschen mit dem Design, deswegen nehmen wir mal hier die Motorhaube. Ich habe mir hier das Tuning noch nicht so ganz präzise angeschaut, deswegen warten wir hier mal ab. Ein, zwei Sachen werde ich später vielleicht anpassen. Frontstoßfänger gibt es zum Beispiel nicht. Dann machen wir mal direkt mit den Kotflügeln weiter. Okay, keine klare Verbreiterung, sondern hier nochmal so ein paar Luftauslässe. Ist immer ganz gut für die Kühlung. Jawohl, zwei Carbon-Splitter mal. Für ein bisschen mehr Abtrieb vielleicht. Oh, aber... Ah, sehr schön. Die Front, die ändert sich schon spürbar, finde ich. Spürbarer als bei anderen Autos, wenn man hier eine andere Carbonlippe nimmt. Ich finde, die wirkt schon so ein bisschen anders. Ich finde die hier eigentlich ganz schick. Ja, der Cayman ansonsten ein ziemlich geiles Fahrzeug. Beim GT4 hatte ich noch nicht das Vergnügen, aber bei einem Event konnte ich mal den Porsche Cayman S fahren. Da wird es bald ein Video zu geben, wenn ich mal mit dem Schneiden hinterherkomme. Und ich kann sagen, es ist schon ein Erlebnis. Also ein Porsche fahren macht Laune und ich war da sehr über die Situation erfreut, weil da bietet sich nicht jeden Tag so die Möglichkeit. Da kommt nicht jemand an der Tankstelle und sagt, hey, hättest du mal Bock, meinen Porsche hier zu fahren? Nee, da war man schon ganz froh, wenn man mal die Möglichkeit hat. So, auch hier haben wir relativ begrenzte Tuning-Möglichkeiten, deswegen geht das Ganze ziemlich flott. Hier kann man Carbon-Spoiler machen. Etwas größer kann der Spoiler auch geraten. Ja, ich würde sagen, vielleicht den Carbon-Spoiler nehmen. Der ist auch ein bisschen breiter, oder? Ja, ein bisschen breiter ist er. Aber dezent genug. Auspufftechnisch. Nee, das ist der Diffusor. Auspufftechnisch. Oh Gott. Bleiben wir beim Standard. Ah, was den Diffusor betrifft. Dann nehmen wir mal den hier. So, ansonsten, ja, zum Beispiel was die Fenster angeht, die Scheibentönung. Die belasse ich mal bei dem, wie es der Designer hatte. Weil ich mir denke, ja, so sah halt auch der richtige Cayman aus von Baron. Okay, was machen wir mit den Felgen? Ich probiere sie mal in Schwarz. Okay, sieht geil aus, finde ich. Wobei die Frontleuchten, die könnten fast schon nochmal eine andere Farbe haben. Das Gelbe passt, finde ich, ganz gut. Ein bisschen zu den Flammen. Okay, schauen wir mal. Jetzt mal die Performance testen, gucken, wie schnell ist dieses Fahrzeug. Ich glaube, der macht schon ordentlich Laune. Ich habe den sehr, sehr stark hochgezüchtet. Also ich habe wenige Teile gekauft, mir viele erarbeitet. Das heißt, einige Testkilometer hatte ich hier auf jeden Fall schon. Oh mein Gott. Alter, wie geil! Was war das denn für ein geiler Sprung? Ja, nice. So, ansonsten finde ich, das Handling ist ordentlich, macht Laune.
Finde ich interessant. Ich finde, man kann bei fast jedem Hersteller eine gewisse Charakteristik ausmachen. 303 für so einen kurzen Beschleunigungsweg ist krass. Und so schnell kann es wieder vorbei sein. Ich finde zum Beispiel, alle Porsche fahren sich relativ ausgewogen, relativ ordentlich um die Kurven. So, und dann gucken wir mal, wie das Ganze hier ausschaut. So, mit dem Königsegg Regera ist hier einer eine 45,9 gefahren. Jetzt gucken wir mal, wo der Porsche sich platzieren wird. Also ich sag mal, so eine 1,50, die ist natürlich ordentlich. Übrigens, auch bei dem Fahrzeug habe ich selbstverständlich die ganzen Outlaw-Teile hinzugefügt. Okay, die Beschleunigung bis 200, die war ordentlich. Okay, der kam super aus der letzten Kurve raus. Ah, hier nicht in den siebten, bitte. ...356... Oh Gott, die Kurve habe ich versemmelt. Kann man gut und gern noch eine Sekunde abziehen. Von der Gesamtzeit. Alter Falter, was ist denn das für ein Kraftpaket? Okay. Schnell ist er. Da bin ich mir sicher. Wir werden bei knapp unter 1,50, glaube ich, landen. Oh. 1,56 sogar nur, würde ich sagen. Und im Hintergrund knallt er gegen die Mauer. So, und hier sehen wir jetzt die Tuning-Teile, glaube ich. Ach, nur eines, aber ihr seht, wir sind bei 983 PS, fast 1000 also. 1,93 Sekunden von 0 auf 100, ordentlich. 8,77 Sekunden für die Viertelmeile und bei der Höchstgeschwindigkeit bei 375 km/h. Also, das ist auf jeden Fall ein ordentliches Potenzial, was das Ding auf dem Papier hat. Ich will nochmal eine Fahrt haben, weil ich glaube, das geht nochmal schneller. So, und dann checken wir nochmal aus, wo die Zeit nochmal hingeht, weil die Geschwindigkeit, die der auf der Geraden hatte, die war phänomenal. Die Kurvenlage ist gut, sehr gut, vielleicht aber war ich ein bisschen zu schnell, hab da die Kurvengeschwindigkeit oder die Geschwindigkeit auf der Geraden unterschätzt und deswegen war ich in den Kurven zu schnell. Auch hier gibt es hin und wieder so ein Getriebeteufelchen. Weil ich da einen Kommentar erhalten hatte, Need for Speed gehört für mich aber zu den Spielen, die man mit manueller Schaltung eher weniger fährt. Also ich bin jemand, der Need for Speed gerne mit Automatik fährt. Ist halt ein Arcade Fun Racer. Denn ich hatte die Empfehlung bekommen, dann einfach auf manuell zu schalten. Muss man aber auch sagen, bei den ersten Beschleunigungswerten und so, wenn du da von 0 auf 100 oder 200 fährst, dann musst du ja teilweise so krass schalten. Also das kriegst du auch nicht unbedingt unter, während du die Handbremse betätigst und so weiter und so fort. Thank you.
Ja, okay, das geht in die Richtung 1,4647, glaube ich. Na, da hat die KI am Ende genervt. Es ist eine 47,2. Ich denke mal, wenn ich dann nicht Schlangenlinien hätte fahren müssen und dadurch die letzte Kurve auch ein bisschen verpasst hätte, wäre hier definitiv eine 46er Zeit drin gewesen. Aber ich glaube, man sieht, das ist ein Auto, was zumindest ein anderes Kaliber ist als so ein... Ja, weiß nicht, was hatten wir letztens? Den Aston Martin zum Beispiel. Die fahren sich grundlegend unterschiedlich. Und was hier zum Beispiel geil ist, und da war ich selbst davon überrascht, weil mit Stufe 18 Teilen bin ich den selbst noch nicht so oft gefahren... Aber ich glaube noch gar nicht. Die Beschleunigung, die ist halt echt gut. So, ohne zu bremsen hätte ich hier wahrscheinlich sogar die 307 fast geknackt. Sind wir schon mal gegen Jesse gefahren, weiteres Mal? Ich glaube schon. Den Nissan GT-R hatten wir sehr oft als Gegner. So, da ist aber noch jemand. Wildcard. Und hier... Evangeline, gegen die müssen wir auf jeden Fall noch fahren. Die EL-Connection war das. Evangeline und Lindsay war es, glaube ich. Schnappen wir uns die nochmal. Dann können wir auch mal ein Boss-Duell fahren gegen Natalia Nova bald. Ja, aber ansonsten... Also wie gesagt, ich kann den Cayman echt empfehlen. Tolles Auto. Und ich glaube sogar, dass der... Wenn es auf die Kurvengeschwindigkeiten ankommt, sogar gegen den 918 Spider gewinnen kann. Wow, geil, 350 km/h im Durchschnitt. Das muss man sich mal vorstellen. Was sind das für ein Monster? Also genau wie Need for Speed Most Wanted. Du kannst einfach mit dem Cayman bis zum Schluss fast schon Spaß haben. Ich würde sagen, in den Kurven gibt es noch ein etwas schnelleres Auto. Aber auf Geraden ist dieses etwas schnellere Auto schwächer. So, okay. Ganz wichtige Autobahnzufahrt. Aber klar, bei so einem Duell wie gegen Natalia Nova, da brauchst du halt viel Topspeed und da war das Auto nicht ganz so schnell. Der Porsche Cayman, auch wenn er schnell an die 300 plus x km/h kommt. Da gibt es definitiv etwas flottere Wagen, wie zum Beispiel den Huracan. So, 330 Punkte in der Corvette Z06. Auch ein wunderschönes Auto. Finde ich sehr interessant. Ich fand lange Jahre die Corvette C5 sehr schön. Also die Baureihe C5. Die Evangeline hier gerade fährt, ist die C6-Baureihe. Und die aktuellste ist dann halt die C7-Baureihe. Und ich finde halt mittlerweile den C6, also die C6-Baureihe, am schönsten. Ja, die finde ich wirklich sehr, sehr schick. Der C5 ist in meinen Augen so ein bisschen jetzt dahinter und der C7, ich muss sagen, als der C6 noch, ich sag mal, relativ aktuell war, ich fand den halt nie so krass schön. Ich fand den C5 immer geiler, weil der breiter war und tiefer war. Und ich fand den C7 auch sehr schön bei seiner Ankündigung. Der C6, der lief immer so ein bisschen bei mir hinterher, dem ganzen Geschehen. Aber mittlerweile finde ich da sogar den C6 schöner als den C5 oder den C7. Also mittlerweile mein absoluter Liebling geworden. Und Lindsay können wir wieder hier in den Bergen besuchen.
Also mittlerweile würde ich sagen, hey, die Z06, her damit. Sehr schönes Auto. So. Und beim C5, das ist so ein bisschen der Zahn der Zeit. Heiliger Falter, ey, was für ein geiles Gerät. Ja, ich kann schon sagen, der Cayman macht Laune, der Cayman ist schnell. Ich muss mal gucken, ob ich hier mit dem anderen Fahrzeug nochmal drunter komme. Es gibt zwei Autos, mit denen ich erwarte, eventuell drunter zu sein, was die Gesamtzeit betrifft. Eines schauen wir uns vielleicht schon heute an. Okay, als Drifter kann er auch funktionieren. 2 Sterne immerhin. Habe ich in vielen Driftern nicht hinbekommen. Oh Gott, die fährt aber auch etwas schnell, ne? Schön bei überhöhter Geschwindigkeit. Na, na, na. Ich finde auch den Sound ganz geil. Okay, die Kollision hat mich nicht meinen Multiplikator gekostet, alles klar. Nee, sag mir nicht, dass ich... Ah, doch nicht die 3 Sterne gekriegt. Verdammt, das wäre so cool gewesen jetzt. Hallihallo, Lindsay. 360 Punkte im R8, das ist auch ordentlich. Ha, mal gucken, ob wir gegen die klarkommen. Okay, ich muss sagen, das macht Laune. Okay, jetzt hat sie erstmal keine Chance. Ja, schaut mal, wie wir die stehen lassen auf der Geraden. Das ist unfassbar.
Jawohl, nice. Alle Veteranen besiegt. Ah, nein, 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 das reicht jetzt. Da mache ich es eben selbst. Natalia Nova, Boss des 1% Clubs, wird dich jetzt erledigen. Aha, wo ist sie? Ist sie jetzt auch irgendwo in der Stadt? Ah, hier Natalia Nova, Boss. 390 Punkte. Huiuiui. Da bin ich mal gespannt. So, das fahren wir jetzt auch auf jeden Fall mal mit dem K-Man. Mit der Kiste haben wir definitiv eine Chance. So, ich mach mal ganz kurz die Lieferung auf. Eine haben wir bekommen. Regenbogen-Nitro und 20.000 Dollar. Finde ich gut. So, ganz kurz. Ne, nicht die Musiklautstärke, die Sprachlautstärke. So, komm her, Natalia. Auch wenn die einem übelst auf die Nerven geht. Ich weiß nicht, was für eine Art von Streamer man damit irgendwie parodieren möchte, aber... Also keine Ahnung, ich kenne keinen Streamer, der so komisch redet. Wobei der ein oder andere US-YouTuber oder so, ja, weiß man nicht. Noch so. Ein Street Racer. Uff, der ist keine Herausforderung. Hoffentlich. Verdammt nochmal, der Nobody? Wollt ihr mich verarschen? Natalia, hey, alles gut? Ach, Klappe, du willst ein Rennen? Gut, kannst du haben? Ich werde dich zerfallen. Wenn du meinst. So, jetzt kann man nicht mehr behaupten, dass wir ein overpowered Auto haben. Wir sind nur minimal schneller. Oh mein Gott, aber auch auf der Geraden hat sie keine Chance. Der K-Man for the win, ne? Also wie gesagt, die Topspeed ist nicht phänomenal hoch im Vergleich zu einigen anderen Autos, aber... Bis man die Topspeed erreicht, vergeht nicht viel Zeit. Oh, sie kam auch zu weit raus. Na, Regel Nummer 1 beim Hinterherfahren. Okay, Geduld ist Regel Nummer 1, aber Regel Nummer 2, kopier nicht die Fehler, die dein Vordermann macht. Ey, was ziehst du denn überhaupt rein? Ja, Karma, ne? So. War jetzt auch nicht super knapp, also, seien wir mal ehrlich. Es muss schon schlimm sein, nochmal gegen den Nobody zu verlieren. Ach, halt die Klappe. Du freust dich, weil du ein Rennen gewonnen hast? Wie erbärmlich. Und jetzt krieg ich zurück in dein Loch. Aber gerne. Ich bin dann mal weg. Wie, das war's? Habe ich irgendwie super viel Kohle wenigstens bekommen oder so? 257.000 Dollar? Nee, habe ich nicht. Das war's? Mehr kommt da nicht. Nur so ein dummer Dialog mit einem dummen Charakter und das war's. Wow. Na gut. 292.000 Dollar. Okay. Ja, ein bisschen schade, ne? Nochmal auschecken, wie wir hier beim Speedrun unterwegs sind. Oh nein, 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 nein. Ja, genau. Setz mich nicht zurück, so passt es. Also ich sag mal, ohne Crash wären wir hier locker bei 350 km/h gewesen. Ich will nur nochmal sagen... Das ist absolut ein Argument für dieses Auto. Ja, also das war jetzt auch die Bestätigung, dass ich nicht gegen die ganzen Street Racer zu fahren brauche. Ja, weiß nicht, irgendwie irgendwas Cooles könnte man da schon zum Freischalten einem geben. Wie gesagt, ich fände es super, wenn man die Autos derjenigen bekommt, weil, naja, das wäre halt, das wäre mal eine Belohnung. Das wäre mal eine Belohnung.
Ja, und nicht dieses, ach, hier haben wir übrigens ein Auto, was bald drankommen wird, ist aber noch nicht fertig getuned. Ja, aber gut, das haben, glaube ich, Spiele heutzutage immer wieder ein bisschen verlernt, dass sie einen richtig belohnen müssen. So, und jetzt kommen wir mal zu dem Auto, dem ich bis jetzt am höchsten angerechnet habe, wie schnell er um diesen Kurs kommt, den ich ein bisschen als Benchmark jetzt sehe. Der Porsche. Der Porsche GT3 RS. Und ich springe mal ganz kurz zum Tuner. Und ihr guckt mal, was für Tuningteile wir haben. Damit ihr auch seht, hey, dieses Fahrzeug. Also gut, beim Cayman, da habe ich es euch ja gesagt. Aber hier, da haben wir auch überall die Stufe 18 Teile. Das hier kann man sogar nochmal eintauschen. Finde ich gut. Ja, und jetzt springen wir ganz kurz zum Benchmark. Leute, und das ist ein Auto, da bin ich jetzt mal gespannt drauf, wie es gegen den Cayman ausschaut. Denn beim Porsche GT3 RS, da haben wir nicht so eine krasse, überkrasse Beschleunigung. Die ist gut, ja, aber nicht so phänomenal. Aber dafür hat das Teil eine Kurvenfahrt. Die ist der Wahnsinn. So. Ein oder vielleicht zwei Runs geben wir ihm als Chance. Und dann gucken wir mal, ob wir die 1.45.9 besiegen können, die da der eine oder andere aufgestellt hat. Los, los, los! Viel Spaß da hinten! Okay, für die 220, 30 oder so hat er auch nicht lang gebraucht, bis die Nitroladung erstmal geleert war. Und mit 250 direkt wieder aus der Kurve raus. Das ist phänomenal. Man nimmt halt ein richtig krasses Momentum aus der Kurve mit, wenn man in Drift reingeht. Ihr habt es gerade eben in der letzten Kurve beobachten können von diesem Kurs. In der Kurve 200 gefahren und dann direkt 260 auf dem Tacho. Heidewitzka. 45-2-2. Also hätten wir da den Lambo nicht vor der Nase gehabt, den Diablo in einer Szene. Okay, ihr seht, das ist auch nicht ein neuer Rekord. Das heißt, man ist schon... Ich bin schon mal drunter gewesen. Das war ein sehr, sehr guter Run allgemein. Aber wäre da der Lambo nicht gewesen, wären wir ein bisschen schneller noch gewesen. Eine 44er Zeit ist mit dem Teil auf jeden Fall drin. Und das beim allerersten Versuch. Leute, der Cayman ist für die Gerade absolut hervorragend. Das ist ein tolles Auto. Es ist wirklich, ich würde sagen, für 99% oder sagen wir es mal so, für rund 90% der Strecken wahrscheinlich das beste Auto. Also, oder das bessere Auto als der GT3 RS. Aber wenn ihr mit dem GT3 RS in Stadtkursen seid oder auf Stadtkursen seid, auf Kursen, die nicht ganz so flott sind, ihr seht, die Topspeed, die ist relativ mickrig im Vergleich zu anderen Autos, dann ist das das Auto eurer Wahl. Das ist der aktuelle Rekordhalter für diese Runde mit einer 45-2-2 und wir haben ganz klar mindestens mal eine halbe Sekunde verloren durch den Lamborghini, den wir hinten drauf gefahren sind. So früh habe ich die Autos aber auch noch nie überrundet, gegen die wir gefahren sind. 1400, 1034 PS,
1,93 Sekunden von 0 auf 100 und 8,63 Sekunden für die Viertelmeile. Das ist ein Wahnsinnsauto. Also wirklich, wenn ihr auch Speedruns braucht, wo ihr schnelle Kurvengeschwindigkeiten erreichen solltet, dann solltet ihr auch definitiv dieses Auto hier nehmen, denn der ist einfach phänomenal. Wie gesagt, der Cayman lohnt sich absolut. Der GT3 RS ebenfalls. Und die beiden, würde ich sogar sagen, lohnen sich so sehr, dass man den 918 RSR Spider nicht mal unbedingt braucht. Also wirklich, den Cayman könnt ihr perfekt... Den Cayman, den könnt ihr für schnelle Kurse nehmen. Und den hier, den könnt ihr für die ganzen kurvigen Kurse nehmen. Tolles Auto, macht mega Laune und... Jetzt ist auch das Geheimnis gelüftet, welches Auto hier grundsätzlich sehr, sehr, sehr schnell war. Was ich aber nie so wirklich, ja, klar sagen wollte in der Reihe. Sondern ich wollte euch ein bisschen überraschen. Und ich habe mir gedacht, hey, nachdem wir letztes Mal zwei britische Autos in die Folge reingenommen haben, können wir hier gerne auch mal zwei Porsche in die Folge reinnehmen. Das Ganze passt ja thematisch sehr gut zueinander. Und nochmal zum Vergleich, hier die Tuning-Teile. Hier haben wir sogar zweimal ein Teil, was drei Bonuswerte hat. Wobei... nur eines von den Bonuswerten wirklich was bringt für die Rundenzeit. Ja, Leute, also Cayman GT4 und Porsche GT3 RS. Die Z06, die gucken wir uns vielleicht nochmal an. Ansonsten der Hot Rod, der wird definitiv auch nochmal drankommen. Auch ein sehr geiles Teil übrigens. Der Ford GT, der ist noch nicht ganz voll getuned. Der wird aber bald voll getuned sein. Ja, ihr seht's. Ein Teil noch auf 15, eins auf 17 und eins auf 18, aber als falsches Herstellerteilchen. Und außerdem haben wir im Lagerbestand noch sowas wie den RX-7. Auch der wird nochmal Teil dieser Let's Play-Reihe sein. Die wird aber auch nicht mehr allzu lange andauern, diese Let's Play-Reihe. Es wird aber beim nächsten Mal etwas Schönes geben, denn ich habe was zugeschickt bekommen, was ich als Gewinnspiel verlosen kann, aber dazu in der nächsten Folge dann mehr. Hier bedanke ich mich aber schon mal vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Need for Speed Payback. Haut rein!